die öffentliche Aufmerksamkeit auf völlige Belanglosigkeiten hin abzulenken, damit sie bloß nicht sich dem Wesentlichen zuwendet. Denn wenn sie das begreifen würde, das hat schon mal einer der nicht ganz unbekannten Leute gesagt, das ist, glaube ich, der Henry Ford gewesen, dem schreibt man eine Äußerung zu: Es ist gut, dass die Bevölkerung das Wesen des Geldsystems nicht versteht. Würde sie es verstehen, gäbe es eine Revolution noch vor morgen früh. Er hat es verstanden. Einige scheinen es verstanden zu haben. Ja, einige scheinen es verstanden zu haben. Ein Großteil spielt die Rolle und weiß gar nicht, welche Rolle. Also zum Beispiel, was die Banken anlangt hier. Der größte Teil der, sagen wir, Bankangestellten wird das da nicht durchschaut haben. Und so ist es heute mit der Giralgeldschöpfung. Bis auf höhere Ebenen, sogar Direktoren von kleinen Banken. Kleine Banken können das aus bestimmten Gründen nicht so mit der Giralgeldschöpfung. Die glauben auch nicht, dass es sowas gibt. Und ich weiß nicht, wie viele auf der höheren Ebene das wirklich verstehen. Aber die es auf den Weg gebracht haben, die vor allen Dingen auf der Gesetzgebungsebene daran mitgewirkt haben, dass so etwas nicht eingedämmt wird, dass so etwas überhaupt möglich ist, die haben schon eine Verantwortung. Und ja, bei einem großen anderen Teil könnte man sagen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber Köhler war. Ja, beim Köhler sollte man eigentlich davon ausgehen, wenn er mal der Chef des IWF gewesen ist, sollte er eigentlich auch über die Rolle des IWF ein Stückchen mal was gelesen haben, mindestens. Da will ich ein Buch erwähnen, also weil das ja nur sehr plakativ und sehr grob hier von mir angedeutet worden ist. Aber ein Buch, was dort wirklich das dokumentiert, die Rolle von IWF und Weltbank über Jahrzehnte, das ist der Michel Chossudovsky. Chossudovsky, ein Ökonomieprof in Kanada. Michel, nicht der deutsche Michel, der kanadische. Michel Chossudovsky und sein Buch, im Englischen hatte das den Titel The Globalization of Poverty, die Globalisierung der Armut. Es ist dann im Deutschen unter einem anderen Titel rausgekommen bei 2001, und zwar Global Brutal. Global-Brutal. Und dort wird aufgearbeitet, was der IWF und die Weltbank über Jahrzehnte hinweg für eine verheerende, zerstörerische Politik betrieben haben gegenüber Teilen der Dritten Welt. Und Chossudovsky hat auch den Begriff geprägt oder verwendet ihn jedenfalls, Financial Warfare. Früher wurden Kriege mit Waffen geführt und mit Bomben, da kann man auf die Art und Weise Länder in Schutt und Asche legen. Aber es gibt auch andere Formen der Kriegführung, nämlich mit finanziellen Instrumenten, mit finanziellen Waffen. Und das hier, Kreditbedarf erzeugen, dann sich großzügig anbieten, Kreditbedarf führt dann zur Verschuldung und zu einer Verschuldung, die Schuldner nicht tragen können auf Dauer. Und früher dachte ich immer, das wäre jetzt für die Gläubiger ein bisschen dumm, wenn die Schuldner nicht zahlen können. Nein, es ist geradezu ein Teil des ganzen Szenarios. Denn wenn sie nicht zahlen können, hat man einen legalen Zugriff auf ihr Eigentum. Das waren hier die einzelnen Häuser und Grundstücke, und bei der Dritten Welt sind das die Völker und die Ressourcen, die sich dann den Interessen der Gläubiger völlig wehrlos auszusetzen haben. Und dann wird deutlich, was eigentlich die Richtung, mindestens die Konsequenzen solcher Institutionen wie des IWF gewesen sind. Nämlich Ausplünderung, organisierte und verschleierte Ausplünderung großer Teile der Dritten Welt. Wem unterliegt die IWF eigentlich? Will ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Vielleicht ganz kurz, es ist eine Stimmrechtsverteilung, die schon sehr viel sagt. Die einzige Nation, die dort ein Veto hat, sind die USA.
Ansonsten sind die Stimmen verteilt nach den Quoten, mit denen die Länder in den Fonds eingezahlt haben. Und das sind die entwickelten Industrienationen, die haben entsprechend mehr eingezahlt. Das richtet sich auch nach dem Sozialprodukt. Das heißt, das Stimmgewicht ist nicht etwa, dass jedes Land eine Stimme hat, wie bei demokratischen Wahlen jeder einzelne Bürger eine Stimme hat, sondern es ist mehr nach den Kapitalanteilen, nach den Quoten in diesem Fonds. Und das heißt also, ein paar entwickelte Industrienationen haben dort absolut das Sagen. Und die Besonderheit, dass die USA noch ein Vetorecht, als einzige Nation ein Vetorecht im IWF haben. Damit das nicht ganz so plump wirkt nach außen, hat man dann immer darauf geachtet, dass ein Nicht-Amerikaner Chef des IWF wurde. Während die Weltbank wurde meistens von einem Amerikaner dann als Chef besetzt. Das kann ja kein Zufall mehr sein. Das sind die, das Kreidefressen. Ja, und das, ja, die Pfoten in die Kreide tunken. Also verkleiden, verschleiern. Aber wenn das entschleiert wird, dann kommt so klar heraus, dass diese Organisation von ganz bestimmten Interessen geleitet worden ist. Und das hat sogar einer, der nun aus der Elite der Ökonomen kommt, also neben dem Chossudowski, nämlich der Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz. Der hat, glaube ich, 1993 sogar einen Nobelpreis für Ökonomie bekommen. Der hat später dann auch mal beleuchtet. Er hat mehr die Welt, den IWF beleuchtet, die Weltbank. Da war er Chefökonom jahrelang. Da ist er ein bisschen vorsichtiger mit umgegangen. Aber den IWF hat er beleuchtet. In seinem Buch Die Schatten der Globalisierung. Und für einen solchen hochrangigen Ökonom und hochdekorierten Ökonom ist es wirklich erstaunlich, wie er dann zu Klartext gefunden hatte, bezogen auf die Einschätzung der Rolle des IWF. Und er kommt zu dem Ergebnis, wenn das mit einem Arzt so wäre, dass der jahrzehntelang eigentlich eine krankmachende und zum Teil tödliche Medizin verabreicht, dann müsste doch irgendwann mal die Frage aufkommen, ob da was verkehrt laufen ist. Aber der IWF hat sich nach seinen Darstellungen völlig immunisiert gegen jedwede Form von Kritik. Die Experten, die haben sich nur noch untereinander bewegt und befunden und haben nie was kennengelernt von den tatsächlichen sozialen Verhältnissen in den Ländern der Dritten Welt, sondern sind dorthin geflogen, hingejettet, vom Flughafen ins Hotel und dort haben sie die Verträge, die Auflagen diktiert, wirklich. Die haben zum Teil die Auflagen diktiert, die die Parlamente dort dann verabschieden mussten. Sonst kriegten die keinen Kredit. Und der Stiglitz stellt sich die Frage, haben die das alles nicht gewusst, was sie da eigentlich anrichten? Oder hat das Ganze Methode? War das der Zweck der Übung, diese Länder zugrunde zu richten? Und er kommt bezüglich der Experten dann noch zu einer relativ milden Einschätzung, dass er sagt, die haben wahrscheinlich in ihrem wirtschaftswissenschaftlichen Studium den Blick so zugenagelt bekommen, dass sie überhaupt nichts mehr an Realitätsbezug gehabt haben. Und das kann ich nur bestätigen, das habe ich ja auch in meinem Buch »Die blinden Flecken der Ökonomie« versucht zu begründen, wie insbesondere diese Wirtschaftstheorie des Neoliberalismus oder das, was dem noch zugrunde liegt, also die sogenannte neoklassische Theorie, wie die gebaut ist in abstrakten Modellen, die sind mathematisch alle, ja, für die einen faszinierend, für die anderen viel zu kompliziert und abschreckend. Aber jedenfalls sind die in sich logisch. Sie haben nur einen Mangel, sie haben den Kontakt zur Realität vollends verloren. Und wenn das bei einem einzelnen Menschen der Fall ist, dass er sich in irgendwelche Vorstellungen reinsteigert, die in sich auf bizarre Art und Weise geschlossen sind, und zwar so geschlossen, dass nichts anderes mehr durchdringt, dann spricht man dort von Wahnsinn.
Und nach meinen Erkenntnissen erfüllt diese neoklassische Theorie, und das ist die herrschende Theorie der Wirtschaftswissenschaften, erfüllt diese Merkmale. Nur mit dem einen Unterschied, die einen Wahnsinnigen landen in der Psychiatrie und die anderen, die Crème de la Crème, in den Sachverständigenrat und Wirtschaftsforschungsinstituten. Es ist ein beklemmender Zustand der herrschenden Wirtschaftstheorie. Aber da haben wir es wieder. Herrschende Wissenschaft kann kein Interesse daran haben, an Aufklärung solcher Zusammenhänge. Wie gesagt, wenn sich das erstmal rumsprechen würde, wer weiß, was da in Bewegung käme. Und deswegen diese verheerende Verklausulierung, wo Generationen von Studenten durchgequält werden und wo teilweise die Durchfallquoten in so Fächern wie Mikroökonomie, das ist also so einer dieser Kurse, 60% Durchfallquoten, 60, 70, 80% Durchfallquoten sind. Und die Humboldt-Uni hält den Weltrekord, da waren es mal 98% Durchfallquoten. So hohes Niveau haben wir hier in Berlin. Ja, da ist auch viel, was in Bewegung kommen könnte. Nur heutzutage kommt das nicht mehr aus den Unis heraus. Wir hatten ja mal eine Studentenbewegung. Das ist ja heutzutage unvorstellbar. Aber es gibt andere gesellschaftliche Bereiche. Und da kann vieles von außerhalb der Unis und der akademischen Institutionen in Bewegung kommen. Und ich habe das Gefühl, wir sind hier in einer ganz spannenden Zeit, wo sich da vieles bewegen wird.